MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind mal wieder auf dem Legenden-Team. Ja, die PS4. Bald ist sie wieder vollkommen im Einsatz. Ich denke ab heute Abend. Und ich denke mal, dann werden übermorgen auch wieder nur erstmal PS4-Videos kommen, weil da haben wir ein bisschen was aufzuholen. Da gab es jetzt ein paar Probleme. Nein, nichts gebannt oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall ab heute Abend sollte das wieder mit der PS4 klar gehen und dann werde ich mit der PS4 wieder aufnehmen. Jetzt kamen natürlich einige Xbox-Videos, wurde schon gefragt, bist du jetzt auf die Xbox gewechselt und spielst da nur noch? Nein, natürlich nicht. Ab morgen, wie gesagt, werde ich sie wieder voll im Einsatz haben. Das heißt, ab übermorgen dann wieder PS4-Videos. Aber hier ist ja auch ganz gut, dass wir vielleicht jetzt hier mal ein bisschen öfter spielen, weil wir wollen natürlich in der Liga steigen. Ich meine, so haben wir auch ab und an leider Gottes schon das eine oder andere spannende Spiel, weil es sind hier einfach auch zum Beispiel, na gut, das ist jetzt das perfekte Beispiel für, ich glaube tatsächlich, dass er in dieser Liga ist. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock gegen den zu spielen, weil ich jetzt spontan auch gar kein Thema habe. Problem ist nur, ich muss es schon fast aufnehmen, um das Video pünktlich hochgeladen zu bekommen. Ich überlege gerade, über was wir reden könnten. Ah, wir könnten ja vielleicht so ein bisschen über das letzte Video reden. Das ist dann so, ja, sogar perfekt vom Zeitpunkt her. Weil es war nämlich das letzte Video, um was es geht, worüber wir eventuell eine Runde reden. Eventuell können wir auch nur reden, weil der Gegner sich nur in der Abwehr den Ball rumspielt. Wer weiß. Schauen wir mal. Nee, auf jeden Fall soll es darum gehen, im letzten Video ging es darum, wegen der Team of the Year und der eventuellen Legendentour und wegen den Twitch-Videos, die ab und an mal auf YouTube kommen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz kurz mit der Legenden-Club-Dingsterbumster-Tour an. Und da war schon mal ein ganz guter Vorschlag dabei. Im Allgemeinen kam es relativ positiv an, das fand ich schon mal ganz gut. Und was ein so ein Vorschlag war, war nämlich, man solle doch, oder ich solle doch, um jede Legende oder auch um jeden Team of the Year den kompletten Verein bauen. Bei Legende, gut, da ist dann immer die Frage, welchen Verein baust du. Ich meine, bei Kloiber zum Beispiel könntest du dann Barca bauen. Da könnte man sicherlich immer den passenden Verein finden, den man dann gerade baut. Aber ich finde es vor allem für die Team of the Year Tour ganz cool, weil zum Beispiel bei Bayern jetzt, da kannst du dann halt Lahm und den lieben Herrn Neuer reinmachen. Das heißt, hast dann für die beiden ein Team. Und ich meine, bei so einem Abwehrspieler, ich weiß gar nicht, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Was haben wir denn noch für gleiche Teams? Haben wir überhaupt noch gleiche Teams? Ja doch, Ramos und Ronaldo. Ramos und Ronaldo. Ich muss mal überlegen. Ach, Robben habe ich bei Bayern ganz vergessen, den gibt es natürlich auch noch. Ja gut, bei Bayern ist er natürlich schon ein bisschen voll. Das muss man natürlich mal sagen zu der ganzen Geschichte. Da sollte eigentlich ein Roulette folgen hier vom Paddy. Oh, das ist natürlich kein Elfmeter, okay, alles klar. Bei Bayern würde es dann natürlich schon ein bisschen voll werden und vielleicht auch, man muss natürlich sagen, das sind ja unterschiedliche ja, Reihen. Das heißt Abwehr, Abwehr komplett, Torhüter und Sturm. Das heißt, das kann man natürlich schon noch ganz gut auseinanderhalten. Aber es sind mir schon fast so viele Spieler auf einmal dann in einem Team. Müsste ich mal gucken. Ich weiß nicht, ich fand das eigentlich mit den Clubs ganz cool. Ich meine, bei den anderen Clubs geht das ja auch eigentlich klar. Zum Beispiel Real Madrid, wenn es dann halt ein Innenverteidiger ist und dazu noch ein Stürmer wie halt Ronaldo, dann sollte das ja kein Ding sein. Aber drei? Na gut, aber bei den dreien ist ja wie gesagt ein Keeper dabei. Deswegen sollte das auch klar gehen. Weil ich will halt wirklich, dass man sich auf diese einzelnen Karten sehr gut konzentrieren kann. Es hat auch einer geschrieben, ich soll am besten sehr billige Teams darum machen. Und das finde ich auch ganz gut. Also wirklich, ich meine, wenn man natürlich die Clubs machen würde, dann würde es vielleicht nicht immer billig werden, wenn man Bayern baut. Ribéry ist dann ja auch nicht unbedingt billig und könnte ja auch ganz gut auffallen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Deswegen, so billige Teams sind dann natürlich am besten. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ein billiger Spieler jetzt nicht auffallen kann. Aber ich denke mal, in so einem günstigen Team sticht dann so eine Legende oder ein Team of the Year einfach nochmal besser raus. Und man kann vielleicht nochmal ja, ein bisschen besser darüber reden, über ja, den jeweiligen Spieler.
So, jetzt hier das Ding mal vorne auf den George. Komm, machen wir mal 1-0. Bob. Oh, meine Güte. Ja, da ist Momentum. Ohne Scheiß. Das sind die Momente, da denke ich am Momentum. Du spielst halt gegen hier so einen Chemiekrüppel. Und ja, FIFA versucht das 100 Pro irgendwie auszugleichen, dass der Gegner halt irgendwie noch eine Chance hat. Weil der George normalerweise, der trifft aus den unmöglichsten Winkeln und jetzt ballert er das Ding hier vorbei. Naja, egal. Darum soll es nicht gehen. Das Spiel, ja, wenn wir einen fangen sollten, dann packen wir uns halt mal kurz an die Eichel. Dann müsste es aber wieder klar gehen, dass wir das Spiel dann wieder zurückholen. Man merkt, dass er tatsächlich Liga 7 ist. Das glaube ich definitiv. Also er spielt für seine Chemiegruppe, spielt er das wirklich gut zusammen. Aber ich raffe nicht, dass er nach 3 Seasons immer noch nicht gerafft hat, dass man vielleicht sich ein bisschen besseres Team bauen könnte, wenn man einfach mal auf diese seltsame Leiste achtet, die da beim Team immer eingeblendet wird. Also es kann ja eigentlich nicht ganz so schwer sein, aber er hat es anscheinend noch nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Und ja, deswegen. Ah, Paddy, komm. Ja. Na, komm, nehmen wir mal Futre mit hier. Futre, na, wo ist der Ball? Hast du vergessen? Schätzelein. Naja, auf jeden Fall, da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Erstmal sowieso die Club-Tour, stimmt ja. Da könnte ich dann morgen eigentlich direkt mal, ich muss kurz mal überlegen. Gladbach-Gameplay war jetzt erst dran. Jetzt kommt ja, glaube ich, nur noch Hoffenheim und Bayern, oder? Ich glaube schon. Ich muss dann auch mal gucken, auf welchem Account ich... Ja, ich wechsle ja immer ab die Club-Tour. Ich glaube, Gladbach zum Beispiel war auf PS4, davor war zweimal auf Xbox. Da wechsle ich immer mal so ein bisschen, je nachdem, ja, keine Ahnung. Immer mal so ein bisschen hin und her. Und ja, da kommt ja eigentlich nur noch Hoffenheim, ein Squad-Builder, ein Gameplay und Bayern, ein Squad-Builder, ein Gameplay. Krass eigentlich. Dann ist die Clubtour von der Bundesliga schon mal beendet. Da muss ich natürlich gucken. Ich hatte auch vor, mit anderen Ligen, wisst ihr ja, die Clubtour zu machen. Aber vielleicht schiebe ich dann erstmal zum Beispiel sowas wie mit der Team of the Year Tour. Schiebe ich das vielleicht erstmal vor. Weil ihr wollt natürlich sicher... Lol. Ist klar, Robben, Junge. Ihr wollt wahrscheinlich dann auch nicht immer so lange zwischen den Videos warten. Ich könnte es natürlich auch simultan machen. Das heißt, ich lasse die Clubtour laufen und, oh mein Gott, die Team of the Year Tour. Aber wie schon gesagt, dann ja, dauert es vielleicht immer so lange, bis die nächste Episode kommt. Das ist dann eigentlich auch scheiße. Na, da muss ich mir nochmal ein bisschen was überlegen. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie ich das dann im Endeffekt machen soll. Das kann der Robben unwiderstehlich, diese Dinger. Das ist unglaublich. Finesse schießen tue ich ja so gut wie überhaupt nicht mehr in FIFA 15. Aber diese Dinger sind so unglaublich stark mit dem Berberspin und dann der Finesse von Robben. Das ist krass. Wirklich. Sehr, sehr krass. Ich würde fast sagen, die gehen ja, 80-90% rein. Ich meine, so viel habe ich natürlich noch nicht probiert. Aber die ich probiert habe, ja, wie gesagt, die gingen fast immer rein. Das ist schon Hammer. Hopp, Terrea will hier ein bisschen mitspielen. Ja gut, der Gegner hat es jetzt wahrscheinlich ja, bemerkt, dass er da nicht so viel Stich haben wird. Und ja, macht jetzt nochmal ein paar Spirenzchen mit dem Keeper. Läuft er nochmal ein bisschen durch. Hat dann aber doch nochmal einen Ball abgegeben. Ich denke mal, er will schon noch ordentlich weiterspielen. Vielleicht will er hier auch noch ein Tor machen. Ganz am Anfang war er ganz auf Sicherheit bedacht hier in der Partie. Aber naja, wie auch schon gesagt, das muss jetzt hier natürlich sein auf der Xbox, weil ich habe einfach nicht die Zeit, ohne Aufnahme jetzt hier hoch zu leveln. Na, leveln ist das natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. In den Ligen aufzusteigen. Sonst würde ich sagen, ja, okay, komm, mach ein bisschen offline, steige ich mal hier ein bisschen die Ligen auf und dann nehme ich erst wieder ab Liga 2 oder sowas auf. Aber dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Das heißt, ihr müsst auch mal solche Spiele mitbekommen. Aber ich muss ja sagen, meistens ist es ja noch nicht mal annähernd so, dass, ich glaube, das ist so mit die... Na gut, in Liga 10 hatten wir, glaube ich, auch 2 Chemiehuren. Aber nach Liga 10 ist es, glaube ich, so die erste Chemiehure wieder. Ansonsten haben wir eigentlich immer ordentliche Teams als Gegner. Sogar sehr oft sehr ordentliche Teams, die mal ganz und gar nicht nach Liga 7 oder so aussehen. Zum Beispiel jetzt neulich gegen Ronaldo, Messi, Bale. Ja, in Liga 7. Und ja, oh, Patrick, Junge, du auch.
Und ja, das muss dann halt auch mal drin sein. Aber dann reden wir halt so ein bisschen über ein Thema. Ich meine, wir sind jetzt hier schon Bale in der 60. Minute und haben das ja ganz gut rumbekommen. Da konnten wir nämlich nochmal so ein bisschen darüber reden. Allgemein werde ich, na, dann kommen wir aber auch nicht voran. Ich wollte gerade sagen, allgemein werde ich dann, wenn ich auf der Xbox aufnehme, vielleicht eher Sub-Spiele machen. Das hätte ich jetzt natürlich auch machen können. Auch wenn jetzt, glaube ich, noch nicht so viele an der Konsole sind, weil wir Viertel vor 12 mittags haben, wo ich das aufnehme bei euch. Deswegen habe ich auch gesagt, das kommt nämlich um 15 Uhr schon gleich, das Video. Deswegen habe ich gesagt, muss ich das aufnehmen. Und das Problem ist natürlich dabei, wenn ich nur Sub-Spiele mache, dass wir in der Liga auch nie vorankommen. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, mal einen sauren Apfel beißen, einfach mal so ein paar Spielchen machen. Und wie gesagt, ich meine, wir haben jetzt zwar, ich glaube, in dieser Season werden wir jetzt auch wieder komplett nur mit Siegen den Titel holen. Also die Spiele sind jetzt natürlich noch nicht so übertriebenst interessant. So ein Spiel jetzt natürlich so gut wie gar nicht. Ich kann mich auch ehrlich gesagt in so Spielen gar nicht motivieren. Ich finde, der Gegner, wie gesagt, spielt für diese richtige miese Mannschaft mit dieser richtig dreckigen Chemie, macht er das eigentlich ganz gut. Trotzdem kann ich mich nicht motivieren. Es hätte in dem Spiel ehrlich gesagt auch passieren können, dass ich 1-0 hinten liege. Und ja, dann vielleicht irgendwie ein bisschen ja, Motivation bekomme. Aber vorher kriege ich in solchen Spielen halt einfach überhaupt keine Motivation. Weil ich sehe halt vorher leider Gottes das Team des Gegners. Wäre eigentlich cooler, wenn man das Team erst am Ende sieht. Beziehungsweise im Spiel kriegt man es ja auch mit, ja, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Beziehungsweise, na gut, die Chemie, das weiß dann auch ein erfahrener Nutzer. Wenn man die nicht anzeigen würde, weiß man trotzdem, ah, okay, der und der stehen da und da, der kann nicht viel Chemie haben. Naja, lang rumgelabert für nix. Oh, Barclay hier nochmal. Ja, Lloris. Muss sie einen rausholen, Schätzelein. Wir können vielleicht gleich nochmal, wenn das Spiel zu Ende ist, weil der Gegner macht ja jetzt auch nicht hier viel mit Pause oder sonst irgendwas, können wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Transferliste gehen. Was ist jetzt los? Ja, lass es mir doch laufen, Schätzelein. Ich würde mir ganz gerne mal ein paar Preise angucken. Das können wir jetzt vielleicht nochmal machen. Eventuell kommt heute Abend ein Stream. Eventuell. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es klappt. Ich werde es versuchen. Komm, Paddy. Elfmeter, rote Karte. Abstrich. Schade. Naja, auf jeden Fall keine rote Karte. Und auch kein Elfmeter. Hauen um hier. Effe. Oh, komm hier, Effe. Na, gib mir Effe den Ball wieder. Der will nämlich nochmal ein Türchen machen. So, Tommy Müller hier. Ist er am Rennen? Ist er am Rennen? Der Barclay. Mal auf den Tommy hier. So, Mesut. Ja, komm, hauen um, hauen um. Ja, du darfst das, Schätzelein. Du darfst das. Naja, regt der Mesut sich auf hier. Die beiden Barclays Premier League-Schützlinge. Müller. Leg dann ab hier. Oh mein Gott. Also, wenn das geplant war, war es ziemlich nice, muss ich sagen. Nee, ich habe das ja am Anfang schon gesagt. Für seine echte Rotztruppe spielt er ja wirklich gut. Also, das macht er ganz ordentlich mit Balle halten. Er verliert wenige Bälle. Aber diesen Chemienachteil kann er einfach so nicht ausgleichen. Die kann er vielleicht gegen normale Liga 7 Gegner oder sowas ausgleichen, diesen Chemienachteil. Wenn er halt selber vom Spielstil her, jetzt sagen wir mal, Liga 3, 2 Niveau spielt, das will ich jetzt auch nicht sagen, weil man sowas gar nicht vergleichen kann. Aber er kann das Team halt einfach so dann nicht ausgleichen. Nur mit seinem Spielstil, weil das Team einfach viel zu schlecht ist mit ein paar 50 Chemie. Ich meine, die Einzelspieler sind ja noch ganz okay. Er hat sowas wie Tommy Müller, Barclay, Özil. Ist ja alles vollkommen in Ordnung. Das Problem ist halt einfach die Chemie. Und ich muss sagen, dieses Jahr haben auch einige gesagt, merkt man es nicht so krass mit der Chemie, aber merken tut man es dann schon im 50er-Bereich oder sowas. Da kann er sich dann noch so sehr gegen wehren. Irgendwo werden die Nachteile dann doch aufgezeigt in der Chemie. Oh mein Gott. Ja, das ist auch kein Abseits, ne? Barclay, und ja, jetzt ist er durch. Ja, macht auch eiskalt hier. Läuft da am Keeper vorbei und macht hier das 2 zu 1. Oh mein Gott, wenn ich das Spiel jetzt hier noch unentschieden spiele, dann fange ich aber an zu heulen, Jungs. Das kann ich euch aber sagen. Ja, weißt du, hier auch eiskalt am Keeper vorbeizulaufen. Ich habe erst überlegt, ob ich den Keeper drinnen lasse, aber habe dann gedacht, nee, holen wir mal raus, das Ding. Das war nicht so pralle. Naja, jetzt nochmal ganz kurz zusammenreißen, vielleicht einfach nochmal ein Tor machen. Dann ist das Ding eh geregelt.
So, jetzt hier vorne nochmal durch auf den George. Und er muss einfach mal schießen. Stolpert aber durch die ganze Runde durch, anstatt zu schießen. So, okay. Gut, wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz zusammenreißen, weil das wäre hammerhart, wenn ich in diesem Spiel echt Punkte liegen lassen würde, wo ich noch so lange am Rumlabern war. Hab halt eigentlich nur eine Chance zugelassen, die hat er aber eiskalt genutzt. Spricht auch dafür, dass er sicherlich FIFA spielen kann, aber ja, er vielleicht nicht so ganz nachdenkt, wenn er so ein hässliches Team da sieht. Oder er hat sich einfach, keine Ahnung, hat vielleicht ein paar Packs gezogen gehabt und hat sich da ein bisschen was zusammengestellt. Das kann natürlich auch sein. Hat vielleicht eigentlich irgendein 100 Chemie Non-Rare Team oder sonst irgendwas. Und ja, hat damit den Liga-Aufstieg gemacht immer. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. So, Marquinho hier nochmal. Will er nochmal ablegen. Den müsste jetzt aber eigentlich der Herr haben. Hat er nicht. Puh, na, Glück gehabt hier. Macht er auch hier sowas mit flacher Flanke und sowas? Meine Güte. So, hier vorne nochmal durch. Bringt es nochmal hier raus auf den Futtre. Können wir hier nochmal kurz zurückhalten. Naja, läuft da hinten alles dichte. Machen wir langsam. Arjen Robben. Oh, wow, wow. Sogar Vollspann beim Arjen hier. Was eine Fackel. Vor allem, wie die hochging und dann wieder runtergefallen ist. Guckt mal hier. Erst fliegt die hoch und dann, pum, senkt sie sich nochmal richtig. Schade. Wäre nochmal eine schöne Butze gewesen. Arjen ist richtig stark. Hüpp. Hui, Mangala. Eventuell, wenn heute Abend Stream ist, vielleicht so ein bisschen mit Team of the Year Robben. Hätte ich irgendwie schon Bock drauf. So, Spiel dürfte jetzt zu Ende sein. Wäre jetzt echt hart gewesen, wenn ich hier noch einen Ausgleich gefangen hätte. Weil wie gesagt, ich kann diese Spiele nicht ernst nehmen. So sehr ich das auch will. Ich bin da nur am Labern. Selbst wenn ich 1:0 hinten bin in solchen Spielen. Oh, trotzdem weiter labern. Ich muss das Spiel ja gewinnen und so. Aber ja, das hätte jetzt hier in die Hose gehen können, sowas. Am besten einfach 3 Butzen machen. Und das wäre definitiv möglich gewesen, wenn wir uns an die Eier gepackt hätten, gleich von Anfang an und nur auf sichere Tore gegangen wären. Aber naja, so war es dann halt nicht. Gut, jetzt haben wir das Ding aber trotzdem gewonnen. Alles tutti, sind wir schon mal in der nächsten Liga. Und ja, jetzt sind es ja nur noch so 3 Ligen, bis auf jeden Fall schon mal wieder interessantere Spiele kommen. So, weil wir sind jetzt in der 6er, genau, und da werden wir jetzt noch ein bisschen Spielchen machen in der nächsten Zeit und werden da hoffentlich noch ein bisschen hochkommen. Ziehen wir nochmal einen 7,5er, gerade keine Münzen. Wird sich natürlich wieder ändern. Aktuell ist jetzt gerade noch direkt nach dem Team of the Year. Und ja, wir haben ja im Verein alleine 10 Millionen oder sowas. Also auf dem Account ist schon noch einiges. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen was verticken. Nicht verticken, sondern hier auf den Account tun. Ach so, und hier, Spielertransfers sind die ersten auch schon durch übrigens. Shaqiri bei Inter, Boney bei City, Torres bei Atletico. Also, da könnt ihr, glaube ich, schon zuschlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, stand da, ne? Dass sie schon drinne sind. Ja, jetzt in Sets erhältlich. So, und was ich jetzt nochmal gucken wollte, war zum Beispiel Ronaldo. Würde mich mal interessieren, ob da gerade ein Team of the Year auf dem Markt ist. Ja. 11,8 Millionen. Okay. Was kostet der Stürmer eigentlich? 10 Millionen. 10 Millionen. Auf jeden Fall der eine jetzt da. Der hier 14, okay, uninteressant. Der Flügel sowieso uninteressant. 13. 13. 13. 11. Gibt es noch einen von den Stürmern? 13. Hier 10 Millionen glatt. Eventuell werde ich mir heute einen Ronaldo Stürmer wiederholen. Ja, natürlich hat der Team of the Year nochmal geilere Werte, keine Frage. Aber er ist halt einfach kein Stürmer. Das ist ein bisschen das, was mich stört. Okay, sind aber ziemlich viele auf dem Markt von den blauen Ronalds. Hoho, ziemlich viele. Alter Vater. Meine Fresse. Wie viel sehen denn da auf dem Markt? Nice. Okay. Ja, vielleicht erstmal den blauen getestet und danach dann den Stürmer geholt. Aber ehrlich gesagt, auf den Stürmer habe ich um einiges mehr Bock, weil ich kann halt auch besser verbauen. Von den Stürmern sind auch um einiges weniger drauf auf dem Markt. Hoho, 200 Spiele, 409 Tore, 41 Vorlagen. Ja, der ist auch ein absolutes Biest, muss man sagen.
Ah, guck mal hier. Als linker Stürmer gespielt, ziemlich scheiß Statistik. Na gut, okay, das ist jetzt, denke ich mal, nicht so aussagekräftig. Guck mal hier nochmal ein bisschen. 17, 16. 8, 5. Ja, jetzt einfach als Stürmer effektiver, definitiv. Gut, hier ist auch nur knapp im Plus, aber als Stürmer ist er effektiver. Fertig, ist so. 7, 14, hier ganz nice. Das ist ein linker Stürmer hier. Okay, alles klar. Und dann wollte ich nochmal sowas nachgucken wie Arjen Robben. Müssen wir aber wahrscheinlich ein bisschen filtern hier. Oh, der hat ja auch so viele. Ach, was? Wieso gucke ich denn eigentlich hier? Ich kann ja einfach bei Footbin gucken und euch das mitteilen, wie die Preise sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wenn ich die ganze Scheiße jetzt hier rausfilter. Robben liegt aktuell auf Xbox 3,8. Und PlayStation 4,8, einfach eine Million mehr mal. Ja, ich überlege. Ja, es war übrigens genau richtig, wie ich es gesagt hatte. Er war tatsächlich am letzten Tag. Ist doch richtig, oder? Ich gucke nochmal ganz kurz. Genau, am letzten Tag hat er seinen Tiefpunkt erreicht. Wenn man da zugeschlagen hat, hätte. Dann hätte man jetzt alleine auf Xbox schon knapp eine Million Gewinn gemacht mit Robben. Auf PlayStation. Na, lass mich mal auf den PlayStation-Strich, du Ficker. Ja, auf PlayStation auch so ziemlich. Genau. Kann man sehr schön sehen bei Footbin. Könnt ihr euch selber mal angucken, da unten beim Preisverlauf. Der niedrigste Preis war am 18. Januar, das heißt am Sonntag, wo es Team of the Year. Ah, Montag ist es ausgelaufen. Ja, sorry. Montag ist es ausgelaufen. Aber am 18. war der Tiefpunkt erreicht. Montag, man kann leider immer nur den 19. sieht man sozusagen nicht. Aber ich glaube, am 19. war immer noch circa auf dem gleichen Preis wie am 18. Also nimmt sich jetzt nicht viel. Und ja, da sieht man ganz schön, wie er gestiegen ist. Und ansonsten, was könnte man sonst noch gucken? Die Maria hab ich. Was kostet ein Neuer gerade? Ach so, und die Maria kann ich ja trotzdem mal gucken. Okay, Neuer ist auch schon gestiegen. Und Maria. Also, es sind natürlich alle gestiegen, aber um wie viel interessiert mich jetzt gerade vor allem mal. Okay. So, Thiago Silva gucke ich mir nochmal an. Okay. Ramos. Na, meine Güte. Sergio Ramos. Okay, alles klar. Und hier, Luis, David Luis. Na, so. David Luiz, 7 und 8, Messi, genau, Messi wäre nochmal interessant. Lionel Messi, 98er, auf Xbox 7,1. Oh, nice. 7,1, ja, ich sage nur Xbox, weil auf PS kostet einfach mal 2,5 Millionen mehr. Krasse Scheiße. Ach so, Robben hatte ich geguckt, ne? Ja, doch, Robben hatte ich geguckt. Ansonsten jetzt so überinteressant für mich nixe. Okay, alles klar, gut. Das wollte ich nur mal nachgucken. Ja, jetzt würde ich aber sagen, sind wir hier in dem Video durch. Wie gesagt, eventuell kommt heute Abend ein Stream. Ich will es noch nicht versprechen, weil Problem ist, ich habe aktuell Probleme mit dem Internet. Jetzt läuft es gerade mal wieder, aber ich hatte heute schon zwei oder, nee, drei Aussetzer, die jeweils eine halbe bis eine Stunde gedauert haben. Und wenn das natürlich im Stream passiert, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil das ist einfach nur übel stressig. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.